Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Gold Rush The Game. Ja, wir sind bereits in Folge 86. Hatten uns ja in den letzten beiden Folgen mal angeguckt, was es so Neues gibt. Season 2 am Start. Und ich war jetzt ja einmal falsch abgebogen. Deswegen bleibe ich jetzt mit unserem Equip hier nochmal eine kurze Runde stehen. Nicht, dass ihr denkt, ich will das nicht aufbauen. Doch, wir wollen natürlich auch einmal ganz kurz hier in den Shop gucken, was es Neues gegeben hat. Das ist ja noch der Punkt, um was da Schönes beisteht. Also, ich kann euch gleich sagen, es ist nicht alles jetzt sofort zu kaufen. Einiges wird wohl mit dem ersten DLC kommen, das jetzt für diesen Monat angekündigt ist, also für Januar. Wenn wir hier gleich um die Ecke kommen, sehen wir schon. Was liegt da? Ach, das da vorne auch schon. Öl, okay. Müllbeutel. Ja, da haben wir es. Eine Drillmaschine, also eine Bohrmaschine. Die ist einfach dafür da, dass man halt Probebohrung macht, um zu gucken, wo lohnt sich das Ganze. Ne? Sprich, wo sollte ich loslegen mit meinen Buddeleien und mit meinen Goldabgraben? Ne? Kann man damit rauskriegen? Ja, eine komplette Maschine, 200.000. Ja, die können wir jetzt kaufen. Hier sehen wir eine nächste Besonderheit, das ist der Frankenstein. Das ist halt ein riesiges Fördersystem, wie so eine Art... Ja, fahrbares Förderband, sag ich mal so, ne? Ihr seht selber. Das ist die Förderbandeinheit, die kann man halt dann überall da hinstellen, wo man braucht. Da gibt es dann, glaube ich, auch einen Ansatz für, um dann zu füttern, dass man tatsächlich das so weit laufen lassen kann und so weit entfernt sein kann von seiner eigentlichen Waschanlage. Ne? 462.000 können wir noch nicht kaufen. Kommt mit der Januar-DLC. Mache ich auch mal nicht in meine Wunschliste rein. So, ja, den LKW kennen wir. Die beiden Baggergeschichten hier kennen wir. Die beiden Jungs kennen wir auch. Stromversorgung, Benzinversorgung kennen wir auch. So, dann sind wir hier. Glacier Creek, das ist. Dings heißt, glaube ich, auch noch nicht zu kaufen. Ja, kommt auch im Januar DLC erst. Und das ist, glaube ich, was man dann ranklemmt oder vorsetzt vor dem Frankenstein, als sozusagen Befüllung, wenn man so will. Ja, das hier kennen wir schon, das ist der normale Rütteltisch. Das ist der D-Rocker. Der Rütteltisch hat hier oben Grizzly Bars drauf. Also diese Dinger drauf, die dafür sorgt, dass große Steine da nicht reinplumpsen und da nichts kaputt machen. Ne? Der D-Rocker arbeitet ja anders, ne? Sagen wir auch mal so. Da seht ihr das nämlich nicht, aber der D-Rocker, kann ich hier raufhüpfen? Ja, der hat hier ein System, das seht ihr da auch, diese Wellen, die ihr da seht, wenn ich immer mal raufhüpfen könnte, dummes Stück da, ne, ging nicht. So, der hat so ein Wellensystem, das wird von hin und her fahrenden Achsen von LKWs gemacht, von LKW-Reifen betrieben. Und da wird dann, ne, seht ihr oben die Wassersprayer, da werden auch dann ganz große Steine vom Dreck befreit und in diesem Dreck ist dann, wenn das Gold. Ne? Das ist der ganze Trick. Darum geht's. Ja, dann haben wir hier noch ein Einfüllpart. Den gibt es auch erst mit der DLC. Ne? Das gehört alles irgendwie mit zu der Frankenstein-Geschichte mit dazu, um das alles insgesamt zum Laufen zu bringen. Das eine ist, da fütter ich es rein, das andere ist der Übergang zur eigentlichen Waschanlage und dazwischen kommt das Ding halt. Auch das gute Stück, Januar DLC, ne, kommt alles erst noch später dazu. Da können wir auch mal gucken, was das alles hier genau macht. Das ist halt eine Geröllpumpe, grob übersetzt hier. Ja, das hier ist das, was wir schon kennen, unsere Duplex-Einheit. Das ist halt das Fließband-Part für den Dump-Truck, also für den LKW da drüben. Das hier sind die ganz normalen Röhrchen, die wir sehen. Von den Trommeln kennen wir die hier schon. Das ist unsere alte Trommel. Das ist eine DLC-Trommel, die ist ein bisschen besser. Das heißt, sie soll effektiver dementsprechend sein. Und das ist halt die modernste Trommelvariante. Und ihr seht, das sind auch größer und das kommt erst in der DLC. Man sieht auch vom Durchmesser und von der Länge her, die sind halt einfach dafür da, dann einfach noch größere Mengen gleichzeitig durchlaufen lassen zu können. Sprich, dass die Zufuhr von dem
Sand- und Dreckpart schneller laufen kann und dass man mehr Kubikmeter an Material durchsetzen kann und damit halt auch mehr Gold machen kann. So simpel ist es halt, ne? Ja, gut, jetzt habt ihr die Sachen dann auch mal in neu gesehen. Das heißt, in neu, ihr seht da teilweise alte Geräte, aber gesehen, dass die neu dazugekommen sind. Im Prinzip sind es, ich glaube, zwei Sachen, die jetzt gerade, die zum Kaufen waren jetzt für uns. Nämlich der D-Rocker und der andere Part und der Bohrer halt, ne? Aber wie gesagt, alles andere, das läuft halt nur zusammen und diese Kaufgeschichten gibt es halt nur dann vernünftig zusammen, wenn man halt auf Season 2 umsteigt und das haben wir halt gemacht dafür. Und deswegen sind wir jetzt hier. So, ja, unsere kuriose kriegen wir auch alles mit Variante, fahren wir jetzt hier mal nach Hause. Unser altes, neues Zuhause, weil wir sind wieder bei relativ null, sag ich mal so. Er lädt wieder ein bisschen nach. Muss man sich natürlich erst wieder daran gewöhnen. Wir werden also gleich also echt die Schaufel in die Hand nehmen. Das ist noch nichts mit Bagger. Und da müssen wir mal gucken, was ist. Da werden wir mal ein paar Tage Gold machen. Sehen, dass wir hier ein bisschen was geregelt kriegen. Ne? Klar, es läuft natürlich wieder darauf hinaus, dass man jetzt in dem Anfangspart da relativ schnell den großen Nugget findet. Das sind ja irgendwie 39 oder 40 Unzen. Und wenn man den gefunden hat und als Kapital hat und den eingeschmolzen hat, muss man natürlich gucken, was dann die Bank noch hergibt und ob man dann schon Richtung kleine Waschanlage und Bagger gehen kann. Ne? Das ist halt der logische Schritt dann halt. Okay. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sollte aber jetzt das Schaufeln und das Vollgehen der Eimer erheblich schneller gehen. Man braucht also längst nicht mehr so viele Schaufeln wie vorher. Um halt die Matten voll zu machen. So muss ich es ja am besten sagen. Ja, hier seht ihr es, unser Claim. Es sieht aus wie frisch. Liegt einfach daran, es ist frisch. So, hier fahren wir so ein kleines bisschen rückwärts, nicht weit, machen aus, weil Sprit kostet Geld. So, und dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns den Spaß hier mal runter. Ich mache hier mal die Klappe auf. Nehmen das Ding mal als erstes. Ich weiß jetzt nicht, warum man mir noch nicht anzeigt, dass ich es hier hinstellen kann. Früher konnte ich die Dinge einfach hier schon so hinbauen. Naja, wir schauen einfach mal. Den Wasserschlauch legen wir auch erstmal einfach hier hin. Aber eigentlich müsste uns denn wenigstens hier für einmal fällt er schon rüber anzeigen, wo wir es hinstellen können. Ja, das tut er. Nummer 1, das ist gut. Also gerade jetzt wird noch mehr durch die Gegend fliegen. Ja. Das ist halt das wunderbare System hier. Einmal das. So, jetzt kann ich das oben drauf bauen. Sehr gut. So, dann nehme ich jetzt mal die gute Wasserpumpe. Die, ja, aber wir auch in die Richtung nachher gehen, die stelle ich glaube ich mal hier hin. So. Da ist nichts drin, das weiß ich auch. So, hier schon mal ein Eimer von der Seite. Können wir auch erst hier hinstellen. So, gucken. Warum macht er das zu, wenn ich da hochspringen will? Ich hatte nie das Ding im Visier. Versteht kein Mensch. Geh mal zur Seite, du blöder Schlauch. Ich will dich gar nicht. Ich will den. So, warum will ich den? Ganz logisch. Den kann ich hier am Schlauch dran machen. Wenn er mich da mal ranlassen würde. So. Jetzt sehen wir den ganzen Schlauch. Sollte man das natürlich in den
richtigen Part reinmachen, nämlich in the. Da liegt man in einer tiefen Stelle so halbwegs, wo sauberes Wasser ist. Das ist ein Wasserfilter. Da haben wir den Part schon mal erledigt. So, was wir natürlich auch hinbringen können, ist Sprit, logischerweise. Können den Spaß auch gleich mal vollfüllen. Voll tanken sozusagen. So. Stell den hier hin, da stellen wir die anderen beiden gleich auch neben. Bis jetzt sind wir hier relativ gut organisiert. Man hat zwei Hände, kann aber leider immer nur eine Sache nehmen, ne? Tja. Halt so. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, damit dürfte die Spritversorgung für ein paar Tage. Ja, fahr ruhig um, Verschluss ist oben, macht nichts. Ein paar Tage erfolgreich sein. So, was wir jetzt noch brauchen, eine Möglichkeit hier vom Wagen runterzukommen. Ja, da haben wir ihn. So, jetzt brauchen wir hier einen Wasseranschluss. Da. Und der andere Wasseranschluss ist da. Jetzt hat die gute Maschine schon mal Wasser. Also Wasseranschluss. Wasser hat sie noch nicht, weil die Pumpe noch nicht an ist. So, dann nehmen wir mal eine Runde Matten. Davon sollten jetzt vier Stück reinpassen. Da haben wir sie schon. Nummer 1. So. Nummer 2. Weiter geht's. 3 und eine noch. 4. Das sieht schon mal gut aus. So, das ist auch erledigt. Dann haben wir hier noch zwei Ersatzeimer. So. Falls euch jetzt fragt, warum machst du schon voll Wasser? Hier brauche ich eh voll Wasser, weil ich da drin die Matten auswaschen werde. So, letzter Eimer. Ich habe einen Eimer, falls ich den voll schaufeln will, und zwei Stück für die Wassergeschichte. So, warum ich sie hier hinstellen kann, ganz einfach. Hier seht ihr die Kante, ab da kann man buddeln. Das da ist unser Handbuddel-Claim, wenn ihr so wollt. So, jetzt gehen wir mal eine Runde ins Zelt. So. Ja, hier seht ihr, dass Arbeiter und sowas natürlich noch nicht gemacht sind. Die müssen wir erst freischalten. Eins, was wir hier sehen können, ist die Bank. Der ganze Rest ist leider für uns noch nicht zu benutzen. So, was wir jetzt hier benutzen, ist auf jeden Fall, nehmen wir das gute Stück jetzt hier mit raus. So. Das schmeiße ich mal dahin. Weil ich werde jetzt nicht jedes Mal wieder in die ins Zelt zurückrennen, um unser Gold zu waschen. Weil so super viel Licht ist da eh nicht drin. So, hier werde ich das jetzt ganz simpel machen und gleich mal hier eine Runde im Frischen, eine Runde Wasser holen. Weil da werden wir dann nachher unser Gold drin waschen. Das stellen wir hier hin. Warum stehst du kippelig in der Luft? Was für eine Einstellung? So. Ja, warum schmeißt du das denn durch die Gegend? Brauchen wir da noch alles, Mensch? So, lassen wir erstmal daneben liegen. Jetzt ist theoretisch gesehen, glaube ich, alles da, oder? Ja. Ich würde sagen, das sieht nicht schlecht aus. So, ich mache die Wasserpumpe mal an. Die läuft jetzt, zieht Wasser, er hat Wasser, die Matten sind da. Eine Sache muss ich jetzt eben kurz nachgucken. Das ist unter Einstellung, Steuerung, Tastatur. Ich muss zugestehen, dass ich. Aha, die 1 und die 2 ist voriges und nächstes Gerät. Das ist doch okay. Das sollte dann. Ja, Taschenlampe, Schaufel. Seht ihr, die ganze Sache läuft. Jetzt kann ich hier mit der Schaufel rein.
Und da rein. Und so und so. Machen wir jetzt mal hier ein bisschen auch an der Kante. So. Buddeln wir einfach mal eine Runde rum. Und ihr seht, dass die Matten sich auch relativ schnell füllen. Was ja schon ein wesentlicher Punkt mit ist. Wir werden das Ganze mal hier einfach eine Runde abgraben. Was ein Wort ist. So. Und dann schließlich sehen, dass wir möglichst schnell ans Geld kommen. Wir uns natürlich wieder dran gewöhnen oder umstellen müssen, dass erstmal das Gold, was schon relativ lange dauert, weil wir den Tisch ja nicht haben. Obwohl der erste, das ist einer mit ersten Anschaffung, glaube ich. Weil das macht das Ganze eine ganze Ecke einfacher, muss man so ausdrücken, wie es ist. So, ihr seht, wir haben erst ein paar Schaufeln hier so reingemacht. So lange hat das gar nicht gedauert. Minütchen, eineinhalb. Und wir haben das Ding schon viertelvoll. Das ist auch super gelaufen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich doch sagen, wir leider schon wieder so langsam am Ende der Folge sind. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich würde mich natürlich auch über einen Teil freuen. Wie auch natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Das wäre auch klasse. Schreibt doch gerne im Kommentarbereich, was ihr von der neuen Staffel haltet. Ich muss zugestehen, es ist zweischneidiges Schwert. Klar, es gibt was Neues, aber man ist halt ein ganzes Stückchen wieder zurück. Ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, jetzt kommen wir zum Ende zu und wir haben jetzt in der Zeit schon hier 40%, über 40% reingemacht. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Da werden wir dann dementsprechend beim nächsten Mal weitermachen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.